Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Es ist später Sonntagabend und es gibt gute Neuigkeiten. Denn ein neuer Jailbreak ist draußen für iOS 9.3.2 und 9.3.3, also für die aktuellste Version von iOS 9. Und das Ganze kommt vom Pangu-Team, also eine bekannte Truppe, die das Ganze macht. Und es gibt ein paar Einschränkungen, aber dazu gleich etwas mehr. Ich habe es selbst noch gar nicht gemacht. Ich werde es hier auf meinem iPad Mini machen. Und um euch zu zeigen, dass ich hier auch 9.3.3 drauf habe. Hier kann man sehen, 9.3.3. Dann werden wir das gleich mal gemeinsam zum ersten Mal durchgehen. Jetzt zu den Einschränkungen. Das Ganze funktioniert nur auf 64-Bit-Geräten. Sprich, ab dem iPhone 5S aufwärts und hier ab dem iPad, ich glaube iPad Air und iPad Mini 2. Also alle Geräte mit 64-Bit-Prozessoren werden hier unterstützt und das Ganze ist nur eine semi-tethered Jailbreak, also kein untethered. Das bedeutet, wenn ihr euer iPhone ausschaltet und danach wieder einschaltet, ist der Jailbreak erst einmal weg und ihr müsst ihn dann nochmal neu starten. Das funktioniert relativ einfach hier bei dieser Jailbreak-Variante. Da gibt es wohl eine extra App, die da drauf ist, die drückt man, dann wird ein Respring durchgeführt und dann funktioniert es wieder. Aber es ist eben kein untethered, wo der Jailbreak also fest eingebunden ist und auch nach jedem Reboot nochmal automatisch da ist. Aber das sind eben die kleinen Einschränkungen, die wir erstmal haben. Dennoch werden wir das Ganze jetzt hier mal zusammen versuchen. Ich werde euch die Seite verlinken, hier unten in der Videobeschreibung, wo ihr dann hier die Website finden könnt. Und ja, wir fangen direkt mal an. Was wir erstmal tun müssen zum Vorbereiten, also optimalerweise nimmt man ein frisch aufgesetztes Gerät, aber ich mache das jetzt mal hier so ganz normal. Es müsste auch so funktionieren. Auf jeden Fall solltet ihr ein Backup machen, bevor ihr das Ganze durchführt. Und dann packt ihr mal euer Gerät in den Flugmodus und achtet darauf, dass ihr keine Passcode-Sperre gesetzt habt. Falls ihr ein Passcode habt, dann deaktiviert den einfach und dann seid ihr hier schon bereit zum Starten. Und damit wir hier starten können, müssen wir natürlich erstmal das Tool runterladen. Ihr werdet feststellen, hier ist alles auf Chinesisch natürlich. Ist noch eine frühe Version, aber ich denke mal, hier der grüne Button, der sieht vielversprechend aus. Da gehe ich mal drauf. Und dann wird hier das Tool auch schon runtergeladen. Das dauert eine Weile. Ich schaue mal eben, wie groß es ist. 59 Megabyte groß und heieiei, läuft sehr langsam. Das heißt, hier steht jetzt 49 Minuten, wobei jetzt wird es schneller. 26 Minuten braucht das jetzt hier zum Runterladen. Also ich werde jetzt hier erstmal einen Cut machen und sobald alles runtergeladen ist, geht es dann weiter. Okay, der Download ist jetzt fertig. Dann gehe ich direkt mal hier in meinen Download-Ordner rein. Dort sollten wir das Ganze dann finden. Und hier ist das Paket, das wir dafür brauchen. PP Helper heißt es. Und dann gehen wir mal auf als Administrator ausführen. Bestätigen mit Ja. Und schauen, was passiert. Also wir bekommen hier direkt einen Screen angezeigt. Ist auf Chinesisch, aber es ist nur ein Button zu sehen. Da drücken wir mal drauf. Und dann wird jetzt hier das Tool wahrscheinlich installiert, würde ich mal sagen. Ich sehe die Prozentanzeige, die immer weiter vorangeht, geht relativ flott und da sind wir auch schon fertig. Und jawohl, hier habe ich jetzt hier das PP-Tool. Das hier könnte jetzt eigentlich ausgehen. Und X und das können wir zur Seite packen. Also hier haben wir jetzt das PP-Tool und ich gehe mal drauf mit einem Doppelklick und schau mal, ob das so funktioniert. Ja, hier die Firewall, die wird jetzt hier mal direkt aktiv und damit alles funktioniert, werde ich den Zugriff zulassen, Zugriff zulassen. Okay, als nächstes haben wir hier einen großen grünen Button, da werde ich jetzt mal drauf drücken und jetzt werden wir hier aufgefordert, unser Gerät anzuschließen an den Computer und dann mache ich das auch direkt mal. Also ich nehme hier das iPad und wenn das Kabel reicht, so schließe das mal direkt an. Wenn ihr gefragt werdet, ob ihr dem Computer hier vertrauen wollt, dann bestätigt das auf eurem iDevice. Einfach dann auf Vertrauen drücken. Da habe ich jetzt hier auch den Hinweis bekommen. Das ist wahrscheinlich genau der Hinweis auf Chinesisch. Und tja, jetzt kommt hier dieser Bildschirm. Im Hintergrund habe ich gesehen, mein Gerät wurde richtig erkannt. Mikes iPad. Und
Tja, ich schätze mal, der grüne Button hier, der wird sein. Ich drücke mal drauf und da wird jetzt gearbeitet. Und wenn ich das richtig verstanden habe, müsste jetzt hier ein Profil installiert werden auf dem iPad selbst. Und deswegen werde ich jetzt hier schon mal direkt in, so kann man es glaube ich besser sehen, in die Einstellungen gehen, unter Allgemein und irgendwo hier, genau ganz hier unten, Profile. Und dann warten wir mal ab, ob da noch was Neues gleich erscheinen wird. Das kann wohl eine ganze Weile dauern und ja, dann heißt es erst einmal abwarten. Okay, ich werde jetzt hier aufgefordert, meine Apple-ID einzugeben. Also wenn ihr dazu aufgefordert werdet, dann ja, tut das einfach. Ist natürlich jetzt hier alles ein bisschen, naja, ein bisschen blöd, dass man hier nichts lesen kann, da alles auf Chinesisch ist. Die Erfahrung zeigt, nach einer Weile wird hier natürlich auch auf Englisch und vielleicht sogar auf Deutsch, wobei eher auf Englisch geupdatet. Und dann könnt ihr hier auch mehr sehen. Sowieso, wenn der Jailbreak hier jetzt draußen ist, seid nicht illusorisch, da wird noch nicht alles funktionieren. Da werden auch jetzt in den nächsten Tagen und den nächsten ein, zwei Wochen mit Sicherheit viele Updates noch kommen oder einige Updates vom Pangu-Team, damit der Jailbreak hier noch stabiler und sicherer läuft. Das hier ist also die ganz frühe Version. Wer gar nicht abwarten kann, total scharf drauf ist, der kann das jetzt hier so installieren, wie ich das mache. Aber denkt immer dran, vorher ein Update machen, falls irgendwas schief geht auf eurem Gerät, damit ihr nicht hinterher da steht und müsst alles von Grund auf neu machen. So, irgendwas läuft hier jetzt wieder, was kann ich gar nicht genau sagen, aber tja, wir warten einfach mal ab, was als nächstes passiert. Das neue Profil ist jetzt auf dem iPad installiert. Ihr müsst nochmal WLAN aktivieren, damit das Ganze hier auch freigegeben werden kann. Drückt auf das Profil, drückt hier auf den oberen Bereich drauf, auf App überprüfen, überprüfen. Und ja, das sollte es dann gewesen sein. Anschließend können wir hier zurückgehen auf den Homescreen. Dann könnt ihr sehen, hier ist die PP Jailbreak App drauf. Da tippe ich jetzt einfach mal drauf. Das Ganze öffnet sich. Mitteilungen erlauben. Ja, wir gehen mal auf OK auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, klicke ich auch mal hier unten auf Weiter. Und tja, passiert was, passiert nichts. Ich tippe einfach mal hier drauf. Und ich denke, jetzt haben wir hier irgendeine Anweisung. Okay, und jetzt sollte alles im Hintergrund laufen. Wir werden das Gerät jetzt sperren und dann sollte hier, ah, ihr seht schon, läuft alles im Hintergrund ab. Also da muss man jetzt gar nichts mehr tun. Der ganze Prozess wird jetzt im Hintergrund ja ausgeführt und jetzt startet hier das iPad gerade von selbst neu. Ich habe da also gar nichts gemacht und ja, das ist wohl der Weg. Und die Funktionsweise, wie hier diese Exploits, also diese Lücken im Betriebssystem, durch die das Ganze nun hier die Software eingeschleust wird, funktioniert. Und wir warten einfach mal ab. Auf dem Computer sehe ich jetzt, dass hier wohl gerade noch Daten übertragen werden. So sieht zumindest die Grafik aus. Es wird gerade Gerätetreiber-Software installiert. Und tja, da bin ich wieder auf dem Lockscreen. Ich entsperre mal und wir schauen mal, ob Cydia schon zu sehen ist. Und nein, ist noch nicht zu sehen. Tja, normalerweise müsste eigentlich jetzt Cydia hier installiert sein. Hat nicht funktioniert. Ich bekomme hier auch eine rote Fehlermeldung angezeigt. Und irgendwas hat nicht funktioniert. Also, ich gehe nochmal in die App rein. Vielleicht probieren wir es einfach nochmal. Starte den ganzen Prozess, sperre und dann warten wir mal, bis hier alles durchläuft. So, gute Nachrichten, beim zweiten Mal hat es funktioniert. Also ich habe nur noch mal auf den Button gedrückt und tja, hier haben wir den Cydia Store nun installiert. Ich werde es direkt mal öffnen und dann schauen wir, dass hier auch alles ordnungsgemäß geladen wird und alles funktioniert. Und ich werde jetzt mal hier etwas umschwenken. Und ihr seht, alles scheint hier zu funktionieren. Ich bin also im Cydia Store drin und wir installieren direkt mal das erste. Und das solltet ihr auch machen. Das ist Apple File Conduit. Einfach mal Apple File eingeben. Apple File Conduit 2. Und das wird direkt mal installiert. Denn den Tweak hier brauchen wir, um das ganze Tethered auch wieder hochfahren zu können. Und jetzt warten wir mal, bis es installiert ist. So, alles ist fertig installiert. Ich mache mal hier einen Restart vom Springboard und denkt nochmal dran, der Jailbreak hier, der ist brandneu draußen. Da wird noch nicht alles funktionieren. Also, wenn ihr jetzt hier all eure Lieblingstweaks runterladet und der eine oder andere funktioniert noch nicht, seid einfach nicht enttäuscht. Gebt den Entwicklern etwas Zeit. Hier muss vielleicht noch einiges angepasst werden. Auf jeden Fall, ja, scheint
scheint das hier schon mal ziemlich gut zu funktionieren. Selbst auf Chinesisch habe ich es beim ersten, sagen wir beim zweiten Mal direkt hinbekommen. Und tja, viel mehr wollen wir doch gar nicht, außer dass hier auch wirklich alles funktioniert. Okay Leute, dann probieren wir doch direkt mal einen Tweak aus. Und ja, Zeppelin, den habe ich eigentlich immer drauf. Damit kann man das Netzbetreiber-Logo ändern oder auch eine eigene Schrift einfügen. Ist immer eine schöne Sache, wenn man den hat. Ich gehe mal auf Installieren, denn wir werden gleich mal ausprobieren, wie das mit diesem Semi-Tethered Jailbreak funktioniert, wenn ich das Gerät neu starte. Denn danach sollte ja erst einmal der Jailbreak nicht mehr funktionieren. Und dann werden wir versuchen, dass wir den auch nochmal in die Gänge bekommen danach. So, der Tweak ist nun am Installieren. Das Gerät wird gerade neu gebootet, also neu respringt besser gesagt. Und dann schauen wir mal. Ihr seht schon, dass er funktioniert, denn hier oben ist das kleine Batman-Logo nun statt der, der normalen iPad-Schrift. Ich gehe mal etwas näher ran, da könnt ihr es sehen. Neben dem Wi-Fi-Logo habe ich jetzt hier das Batman-Logo, soll heißen, hat alles funktioniert. Und dann werde ich das Gerät jetzt mal komplett ausschalten und neu starten. Und dann schauen wir mal, ob der Tweak dann immer noch funktionabel ist. Und naja, er sollte eigentlich nicht. Das ist mal zu erwarten. Warten wir es ab. Und hier kommt der Neustart. Ihr müsst übrigens das Gerät nicht mehr am Strom oder am Computer angehängt haben. Ich habe es nur hier, weil mein Akku fast leer ist. Aber das ist also nicht notwendig. Und dann warten wir mal kurz ab, bis das iPad hier wieder startklar ist. Übrigens, den Jailbreak gibt es momentan nur für Windows-Systeme. Bekanntermaßen dauert das immer etwas länger, wenn ihr einen Mac habt, bis auch der Mac dann unterstützt wird. Das sollte so, ja, ich sag mal, erfahrungsgemäß in ein, zwei Wochen der Fall sein. Und ja, hier kann man es nun sehen. Hier oben steht jetzt wieder iPad und der Jailbreak Tweak hat also aufgehört zu funktionieren und so war es auch zu erwarten. Wir gehen mal rüber, wir sehen den Cydia Store noch, ich probiere den mal zu öffnen und ihr seht, das funktioniert also gar nicht mehr. Der Jailbreak klappt nicht mehr. Ja, das sollten wir sehr leicht beheben können, indem wir hier nochmal die PP-App öffnen und nochmal hier auf natürlich OK drücken und hier auf den Kreis drücken. So, dann werde ich das Gerät nochmal sperren und dann sollte hier nochmal alles im Hintergrund ablaufen. Ihr seht, nochmal dieselbe Anzeige wie vorhin auch schon. Ein Neustart, ein Respring besser gesagt, wird durchgeführt und danach sollte die ganze Jailbreak-Chose auch wieder funktionieren. Das heißt, ist eigentlich besser als dieser Untethered Jailbreak von früher, denn hier braucht man keinen Computer für, das kann man einfach so unterwegs machen, von daher eigentlich schon eine ziemlich gute Lösung. Und wenn ich jetzt mal Cydia öffne, seht ihr, dass das auch wieder funktioniert. Also im Prinzip schon sehr komfortabel, dass man den Jailbreak somit auf Knopfdruck immer wieder ins Laufen bringen kann. Eine sehr feine Sache. Und das wär's gewesen, Leute. Ihr seht nochmal hier oben, Batman ist auch wieder zurück. Der Jailbreak funktioniert, wie gesagt, auf allen 64-Bit-Geräten. iPhone 5S und neuer, iPad Air und neuer und iPad Mini 2 und neuer. Wer ältere Geräte hat, iPhone 4S, iPhone 5, eventuell kommt da später nochmal eine Version, die da funktioniert. Aktuell müsst ihr leider noch in die Röhre schauen, was den Jailbreak hier anbetrifft. Aber ich sag mal, richtig cool, dass wir auf jeden Fall schon jetzt einen haben und der ziemlich einfach funktioniert. Und das wär's gewesen, Freunde. Viel Spaß, viel Erfolg beim Jailbreaken. Wenn ihr tolle Tweaks sucht, die ihr dann installieren könnt, dann klickt mal in meine Playlists rein. Ich habe hier Cydia Tweaks aus den Jahren 2013 bis 2016. Da ist für jeden was dabei. Und ja, am besten gleich abonnieren und wieder einschalten hier bei MeAppleCat. Da gibt es immer mal was Neues zu sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde. Ich hoffe, es war informativ für euch, hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut. Tschüss. Hast du das Video wirklich bis zum Schluss geschaut? Gott, bist du ein Technik-Nerd. Du solltest wirklich liken, teilen und abonnieren. Also nur meine Meinung. Bis dann. Tschüss.